Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, dann wollen wir jetzt mal uns um die Waffenbrüder kümmern. Das heißt, wir fangen jetzt zuerst mal oben in Novigrad an. Und zwar mit Zoltan. Bin ja mal echt gespannt jetzt hier. Wunderbar. Schweine, überall Schweine. Ah, hier steht er schon. Zoltan? Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Okay. Das ging ja schneller als gedacht. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Okay, wir haben hier noch einige Gesprächsoptionen. Wie bist du eigentlich in den Besitz dieses Etablissements gekommen? Das glaubst du nie. Ich habe es geerbt. Und zwar von niemand anderem als Alonso Vili, Hurensohn Senior persönlich. Du hast recht. Ich glaube es nicht. Alonso hat die hiesige Unterwelt mit eiserner Faust regiert. Doch tief im Innern war er so romantisch und rein, wie man nur sein kann. Diese Einrichtung ist einer der Gründe, warum sein Sohn nicht allzu begeistert von mir ist. Cyprian, also Junior, wollte sie zum Bordell machen, aber das Rosmarin ging an mich. Und ich habe vor, den elegantesten Ort der Stadt daraus zu machen. Eine Hochburg der Kunst und Kultur. Priscilla und du, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war am Hof von Herzog Herewart beim alljährlichen Balladenturnier. Wir waren Gegner im Finale. Wer hat gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Sicher. Du hast verloren, willst es aber nicht zugeben. In Wirklichkeit fand ich sie niedlich. Darum habe ich sie gewinnen lassen. Ich dachte, ich bekäme nach dem Turnier einen Preis. Und? Hast du? Das, mein Freund, geht dich nichts an. Ich habe ein Porträt des Hierarchen Hemmelfahrt übrig. Willst du es haben? Ja. Ist es von einem dieser Halblingmaler? Ja. Herrlich. Ich werde es im Rosmarin und Thymian aufhängen. Dann laufen die Inspektionen durch die Tempelwache bestimmt glatter. Ich habe Molly getroffen. Sie lässt grüßen. Molly? Welche Molly? Die, der du deine Briefmarkensammlung zeigen wolltest. Ah ja, jetzt entsinne ich mich. Briefmarkensammlung. Gerade du könntest ja ein bisschen fantasievoller sein. Molly wollte keine Fantasie, sondern Aufmerksamkeit. Ein stinknormales Mädchen. Aber lächle sie an, bemerke ihre Schuhe, lass sie ein wenig darüber plaudern und sie verwandelte sich in einen Brunnen der Leidenschaft. Du Charmeur. Bist ein Rittersporn. Genau. So, dann müssten wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal zu, nicht zu Roche gehen, sondern ich würde erst zu Dijkstra gehen wollen. Weil Dijkstra ist ja jetzt hier auch oben in Novigrad. Ist jetzt nur die Frage, laufen wir da hin? Ja, 200 Meter zu Fuß. Hier drinnen ist es sowieso schlecht zu reiten und auch kaum möglich zu reiten. Deswegen warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? So, schauen wir mal. Ja, lass mich raten, hier ist irgendwo wieder Hurensohns Leute. Deswegen wird hier durch die Gegend geschrien. Eieieiei. Hey, Hüpfer. Ach, halt. Ich lauf grad falsch. Hier war das ja irgendwo. Und dann geht's hier zum Badehaus rein. Ah, gut. Dann wollen wir mal Dijkstra fragen. Da reicht schon ein Hinweis, ein Wort. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du?
Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Ja. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Im Leben muss man was riskieren. Und nicht. Schrecklich blass. Dass wir auf ihn nicht sehen Mensch, können. Hast du Angst? Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Haben wir hier nicht irgendwo eine Schnellreise in der Nähe gehabt? Ja, hier. Direkt beim Platz des Rirachen. Das wäre jetzt ein bisschen besser, wenn wir da jetzt drüber schnell reisen. Weißer, schau mal hier drüben. Nein, Weißer hat gerade keine Zeit. Das wird ein richtig schmackiger Kampf. So, jetzt muss ich gucken. Roche war ja hier unten irgendwo, genau. Und wollen wir hoffen, dass er wenigstens hilft. Hexer können nicht die Pocken kriegen. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ein okay. Echtes mit Abwehr. Geralt von Riva, gesund und munter. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Okay, geh nach Skellige. Nebelinsel. Ist jetzt echt die Frage, machen wir das jetzt? Ziehen wir es jetzt durch? Wir haben nicht wirklich viele Leute überzeugen können. Aber wir haben wenigstens ein paar. Tölpel! In der Hoffnung, dass das nicht so schlimm sein wird. Schwerter bereit und links. Das heißt jetzt ab zur Nebelinsel. Da können nicht die Pocken kriegen, oder? In der Hoffnung, dass unsere Fähigkeiten schon ausreichen. So. Geh nach Skellige. Ja, wohin genau? Keine Ahnung. Da oben sitzt doch gleich ein Boot. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ihr zittert ja alle, als ob die Ragnar hoch über uns gekommen wäre. So, begib dich auf ein Boot. Das ist doch nur ein Turm. Wir sollten alle Krieger. Der Turm in dem Nirgendwo? Okay. Sprich mit dem Dorfbewohner. Haben wir hier noch nicht? Verflucht, magisch, was auch immer. Wir brauchen jemanden, dem... Sieh an, ein Hexer. Hey, Hexer! Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme.
Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Magische Türme, das ist nicht mein Fachgebiet. Denk bitte drüber nach. Es gibt niemanden, den wir sonst fragen können. Ah, oh, du bist zurück. Und, der Turm? Lässt sich da was machen? Hilf mir auf die Sprünge. Wo liegt das Problem? Bist du blind? Der Sturm tobt, die Wellen sind so hoch wie Hütten und obendrein schlagen ständig Blitze ein. Und alles, seit dieser magische Turm aufgetaucht ist. Jemand muss was machen. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen. Das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihnen. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Okay, der Turm aus dem Nirgendwo. Haben wir hier aber nicht noch schon mal? Darf ich dich mal stören? Waffenschmied? Nicht wirklich, ne? Das scheint die jetzt gerade nicht... Ist ja eigentlich nicht das, was wir eigentlich gerade machen wollen, ne? Ich wollte ja eigentlich nur hier hoch, weil ich gesehen habe, das liegt ein Boot direkt an. Hier haben wir auch noch einen Rüstungsschmied. Haben wir hier noch gar nicht? Ich glaube schon, ne? Ja gut, das ist jetzt halt auch mitten in der Nacht, ne? Gut, ich lade nochmal die Absunde dann mit auf. Das ist nicht so schlimm. Ich will mal kurz gucken, ob die uns vielleicht noch ein bisschen was helfen können. Vielleicht noch coole, interessante Sachen haben. Jetzt haben wir ja auch eine Taverne. Brans Vorfahre, Torga der Rote, ist in Alba. Haben wir hier nicht schon mal? Der ist. Grüß dich, Fremder. Trink doch was mit uns. Nein, wollen wir noch gar nicht. Was habt ihr denn zu bieten? Gwindkarten. Okay. Ne Krabbspinne. Krabbspinne sind gut. Werwolf. Und elfische Stammmützler. Auch gut. Ja, nehmen wir alles mit. Ich danke dir. Und ein kleines Ründchen. Hast du Lust auf eine Partie Gwind? Gut, dann machen wir auch eine schnelle Partie. Jedenfalls hoffe ich es mal. Wir könnten gegen Spione antreten. Das heißt, ich sollte vorsichtig sein mit dem, was ich ausspiele. Das heißt, das Horn muss ich auf Reserve behalten. Okay, wunderbar. 3 Spione haben wir. Kaira. Mhm. So, einmal kommen wir... Die ersten Karten abziehen. Mhm, war mir schon klar. Aber guck mal, den kriegst du ebenso. Hat sogar noch eine Attrappe. Jetzt wird es Zeit, dass ich meine ziehe. Jetzt schicken wir uns hier noch die Spione durch die Gegend. So. Zack. Gegner passt. Oh.
So, ein Spion kriegen wir auf dem Friedhof. Das ist gut. Wir können mit einer 10er-Karte sogar sofort gewinnen. Weil dann hätten wir 11 Punkte. Machen wir noch einen Spion. Das heißt, wir ziehen noch eine Karte. So, dann eine Wiederbelebung natürlich. Auf Thala. Hallo Triss. Ich zieh mich durch mein halbes Deck, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe doch 14 Karten in der Hand. 16 jetzt. Ja, stärk den ruhig. Das stört mich nicht. Weil ich gehe jetzt all in. Na gut. Ich brenne dir mal schon mal den ersten Fünfer weg. Kann nicht berührt werden. Na? Wer hat jetzt am meisten, so nach dem Motto? Oh, oh, gib mir einen Spion. Ja! Dann hole ich mir nämlich den Spion wieder. Ja, das wird böse. Auf jeden Fall. Ah, jetzt drei Hörner. Oi. Na gut, ich kann auch mit Hörnern dienen. So ist es nicht. Bloß meine werden ein bisschen anders positioniert. Okay, das ist schlecht. Damit würde ich sogar 14 Punkte generieren. Nee. Wir lassen ihn erstmal noch mal ein bisschen ausspielen, damit die Verbrennen richtig wehtun. Gutes Wetter, ja. Gegen gutes Wetter habe ich nichts. Geralt. Na gut, dann fange ich jetzt schon mal an. Ciri, er haut aber richtig gute Karten raus, ne? Dann brenne ich dir nochmal 12 Punkte weg. Und der Gegner passt, ey. Du denkst jetzt wohl nicht wirklich, dass du noch gewinnen tust, oder? So. Weil wenn ich meine Belagerungsarmee jetzt aufstelle, dann ist es vorbei. Dann sind das so viele Punkte, dass du kein Mörderblatt, ja. Das war wirklich ein Mörderblatt. Gut. Ist mit dreifacher Begleitung nach Unfink gefahren. Bogen, Axt und Klinge gegen Maßen. So, aber ich habe doch eben hier noch Skelligerin. Wo sind denn die Schmiede? Leute. Wir hatten auch sogar einen Rüstungsmeister hier. Hörst du das? Das ist Freya. Sie knirscht mit den Zähnen. Das heißt, dass es Krieg gibt. Zeit, die Schwerter zu schärfen. Wer führt euch jetzt, da Bran tot ist? Wir brauchen keinen König, um es den Schwarzen zu geben. Kein Grund zu warten. Okay. Zeig mal, was du auf Lager hast. Schauen wir doch mal, ob er irgendwas Cooles hat. Aber auch nicht. Also nichts, was ich jetzt wirklich sagen würde. Oh ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Könnten aber mal alle Verwendeten mal reparieren. So. Und im Handwerk könnte ich doch mal ein paar Bolzen machen. Da fehlen mir ein paar Zutaten für. Hier die Explosivbolzen hätte ich gerne. So. Weil ich habe keine
zusätzlichen Bolzen mehr. Deswegen machen wir uns jetzt mal ein paar Explosivbolzen, die wir wenigstens können. Stufe 19 dürfte eigentlich ganz gut passen. Wir können sogar noch einmal machen. Jetzt hat sich das Sammeln doch schon mal gelohnt. Ansonsten Plunder, Handwerkszeug, sonst nur noch zwischen den Verbesserungen. Die ganz großen kann ich ja noch gar nicht bauen, ne? Ne, die ganz großen kann ich nicht bauen. Weil er wohl wahrscheinlich... Ah, das sind ja auch noch die Anfänger. Er ist kein guter Schmiedelehrling. Na gut, dann... ist er noch Schmiedeanfänger. Die Schmiedekunst muss sicher anstrengend sein. Hast du Lust auf etwas Entspannung? Eine Partie Gwent vielleicht? Na gut, denn wieder gesagt, hier, zack. Wieder gegen Monster. Mhm. Gut, das heißt... ich werde Triss aufgeben. Oh, sehr schön, ein Verbrennen. Und Wesemir, dich werde ich auch nochmal kurz aufgeben. Siri, okay. Mal gucken. 11, check mal die Lage. Okay. Dijkstra, check mal die Lage. Attrappe, okay. Tala, check mal die Lage. Ich mag das so sehr, wenn man Karten ziehen kann ohne Ende. Na, jetzt ziehst du nochmal zwei nach. Für Monster ist das eigentlich nicht so gut, weil die meisten kommen ja aus dem Deck, wenn man sie swarmen will. Genauso wie hier jetzt. In dem Fall. Oh, und du hast natürlich wieder eine auf der Hand. Aber hier, guck mal, ich schenke dir Dijkstra. Mein Gegner passt. Ich habe eine Wiederbelebung. Er hat 12 Punkte. Das heißt, alle weggebrannt. Jetzt sind wir gleich stark. Und ich werde jetzt ein Horn opfern. Und habe damit gewonnen und darf durch meine Fähigkeit eine weitere Karte ziehen. Jetzt wird's böse. Denn ich mache jetzt erstmal hier unten das Horn schon mal an. Mhm. Jetzt kommen die Vampire. Gut. Den ersten wegbrennen. Das hilft dir nicht, weil verbrennen. Ein zweites Horn. Okay. Gut. Wenn du keinen Druck haben möchtest, hier, Ciri. Die Mumen. Aha. Damit denkt er jetzt, dass er guten Vorteil kriegt. Aber nein. Ich spiele hier gerade nur ein Zerstörungsdeck, ey. ein Waldschrat nimmst du. Guck mal hier. Hier spielen wir nur eine popelige Belagerung. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und da hältst du von noch einer. Und hat nichts anderes vor, als mir die immer wieder wegzuschießen. Okay. Gut. Ich kann dir jetzt nichts mehr wegbolzen, aber du musst jetzt passen. Das heißt, du hast verloren. Wir holen uns nämlich Turm Nummer 1 wieder. Bam. Und jetzt gehen wir richtig aufs Ganze. Und den Tribok. So, und jetzt... zack. Zack. Und zack. Und Verbindung. Bomb. Optimal. So, 20 Kronen haben wir nochmal erhalten. Aber wir haben doch eben noch einen Rüstungsschmied hier gehabt. Wo ist der denn jetzt hin? Ach, der ist jetzt da unten. Okay. Na gut, den Rüstungsschmied, den nehmen wir uns jetzt nochmal vor hier. Oh weh, Vagabund. Der ist bloß woanders schlafen gegangen. Lockt dich das nicht? Sei gegrüßt.
Wenn du eine Waffe brauchst, schmiede ich dir gerne eine. Als Rüstungsschmied. Okay. Lass mich mal schauen. So, dann schauen wir mal. Nee, nichts wirklich dabei. Also Gegenstände sind unverkäuflich. Ich wollte gerade sagen, die kann ich gleich nicht ausrüsten. Bei den Verbesserungen fehlen uns ja auch wieder sämtliche Zutaten. Auch er ist nur Handwerker der Stufe Anfänger. Das heißt, hier können wir uns jetzt auch nichts verbessern, zulegen. Könnten jetzt nochmal zerlegen, aber ich bin noch eigentlich ganz gut in dem Rest drinne. Das heißt, auch hier machen wir jetzt noch die letzte Runde Gwent und dann passt das. Wie wäre es mit einer Partie Gwent? So. Gegner beginnt. Eisereif Nilfgaard. Das heißt, Spione ohne Ende könnten jetzt auf mich warten. Also einmal Horn weg. Wunderbar, eine Finte. Wesemir, geh mal kurz. Okay, halbwegs gutes Blatt. Mhm. Na komm, ziehen wir den ersten Spion schon mal rein. Ja, damit kannst du nur meine Motive sehen. So richtig was machen kannst du damit nicht. Jetzt will ich aber auch nicht zu stark angehen. Na gut, ich opfer mal Triss. Okay. 10 gegen 10, ne? Ich erwarte jetzt Spione. Leto. Schwerer Feuerbeschlag, ja. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt da irgendwas kommt, von wegen eine Wiederbelebung. Oh. Das heißt, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Er ist schon bei 53 Punkten, aber er hat nur noch 4 Karten. Probieren wir noch eine andere Strategie aus. Finte, okay. Mein Gegner passt. Das Problem ist, ja, ich würde noch mal einen wieder mitnehmen. Dafür das Horn hinlegen, dann haben wir zwar weniger Punkte, aber besser so als gar nicht rum. Und wir kriegen Verbrennen. Okay. So, Geralt. Ist jetzt hochgepokert. Ja, Geralt. Okay. Hast du auch eine Ciri? Ja, da ist wieder unser werter Freund. Ich warte noch. Horn. Kann ich mit der Fähigkeit betrügen? Noch mal eine Runde rausholen? Nee, solange nichts ist. Ich kann jetzt den nur wegmachen. Da muss ich passen. Und er hat nur gutes Wetter. Jawohl. Lass mich hier nicht übers Ohr ziehen. Gut, aber wir sind ja jetzt eigentlich nicht hier, um sich eigentlich ein Boot zu schnappen. Nicht vergessen, wir hatten ja jetzt geschlafen. Ich muss erstmal hier wieder die Bolzen ausrüsten. Auf jeden Fall. Explosivbolzen fand ich eigentlich ganz cool. Und ich muss nochmal die Absunde wieder reinnehmen. Nehmen wir hier nochmal Waldschrat. Waldschrat und Enigma. Erstmal nur die beiden, das dürfte erstmal reichen. Aber er hat sehr viel Miet gehabt. Juhu. Und dann begeben wir uns mal auf ein Boot. Reise zur Nebelinsel. Und wo soll die jetzt genau sein?
Na, hättest du mir denn nicht sagen können, dass die da hinten ist? Zum Glück gibt's Schnellreisen. Oh. Da habe ich das Boot schon mal beschädigt. Wunderbar. Ja, hier hatten wir ja schon. Das ist ja Ulwig, ne? Oder Ulwig. Also der Turm da oben. Den fand ich ja sowieso so ein bisschen interessant. Er schlägt mir jetzt auch noch nicht ganz wirklich vor, wo ich jetzt hin muss. Aber da vorne ist Nebel auf jeden Fall. Jetzt erklärt sich wenigstens auch der Nebel. Das heißt, sie war eigentlich schon die ganze Zeit da. Hier hatten wir ja sogar noch den versteckten Schatz gefunden. Da unten ist sogar noch eine Kiste. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Achtung, speichere jetzt dein Spiel. Du näherst dich einem Zentralpunkt der Spielgeschichte und solltest deinen Spielstand jetzt manuell speichern. Okay. Gut, dann speichern wir jetzt hier einmal manuell. Und dann würde ich sagen, bevor wir weitermachen, ne, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.